In Tirol leben mehr als 100.000 Menschen mit Migrationshintergrund. Eine große Zuzugswelle gibt es in den 1960ern und 70ern. Die heimische Wirtschaft floriert und ausländische Arbeitskräfte werden aktiv ins Land geholt. Heuer jährt sich beispielsweise das österreichisch-türkische Anwerbeabkommen zum 50. Mal, 2016 dann das jugoslawisch-österreichische. Die Menschen, die gerufen werden, bleiben. Damit verbunden sind nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen. Der Zeithistoriker Dirk Rupno beschäftigt sich mit der Geschichte der Arbeitsmigration in Tirol. In Hall gibt eine Ausstellung erste Einblicke in seine Forschung. In den Geschichtsbüchern werden die Arbeitsmigranten nicht erwähnt, das möchte Rupno ändern. Naja, das Ziel ist tatsächlich, Migration und auch vor allem die Erfahrung und Erinnerung von Migranten zu einem integralen Bestandteil der österreichischen Nachkriegsgeschichte zu machen. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass es der heutigen Realität der österreichischen Gesellschaft nicht mehr entspricht, wenn wir gewissermaßen eine migrationsfreie Geschichte erzählen. Österreich ist spätestens in den 60er Jahren zu einer Migrationsgesellschaft geworden, zu einer Gesellschaft, in der mehr Menschen eingewandert sind als ausgewandert sind. Österreich ist heute wie fast jedes andere europäische Land sehr stark von Migration geprägt. Die österreichische Gesellschaft ist sehr plural und ich denke, das müssen auch die Geschichtsbücher widerspiegeln. Die Sichtbarkeit in der Geschichte ist laut Rupno eine wichtige Grundlage für gesellschaftliche Akzeptanz. Ein Weg, sich der Thematik anzunähern, ist der direkte Kontakt mit Zeitzeugen. Erfahrungen und Erinnerungen werden gesammelt und dokumentiert. Na, wir sind auf ganz viele wichtige und interessante Geschichten gestoßen. Ich würde jetzt gar nicht eine hervorheben wollen. Es sind auch sehr unterschiedliche Geschichten. Das ist, glaube ich, wichtig. Es sind Geschichten vom Ankommen, vom sich einleben, Geschichten vom sich organisieren, wann haben sich migrantische Vereine gebildet, von der Freizeitgestaltung, also da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, die für uns entscheidend waren und die wir in den Blickpunkt rücken wollten und das ist uns, glaube ich, mit einer Vielzahl von Zeitzeugen gelungen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die mit uns ihre Erinnerungen geteilt haben. Das ist ja auch etwas sehr Persönliches, dass man jetzt, also es ist ja auch sehr persönlich, dass jetzt plötzlich hier diese Geschichten in der Stadt sichtbar sind und das mit den anderen Hallerinnen zu teilen und die gewissermaßen in diese Hallergeschichte einzubringen. Aber ich glaube, es ist uns wirklich gelungen, ein ganzes interessantes Spektrum an unterschiedlichen Geschichten hier zu zeigen. Hall in Bewegung zeigt unterschiedliche Lebensgeschichten von Menschen, die in die Salzstadt gekommen und danach geblieben sind. Darüber hinaus werden Aspekte der Haller Stadtgeschichte beleuchtet, etwa wie Migranten ihre Freizeit gestaltet haben und wie es in den Betrieben ausgesehen hat. Hall ist dabei stellvertretend für viele andere österreichische Städte. Wie bei vielen Forschungsprojekten gibt es natürlich eine Reihe von Zufälligkeiten, die da eine Rolle spielen. Tatsächlich hat sich aber Hall als eine sehr gute Wahl herausgestellt. Es ist ja überschaubar und gleichzeitig ist aber Hall trotz seiner überschaubaren Größe in den 60er Jahren ein wichtiger Anziehungspunkt für sogenannte Gastarbeiterinnen aus der Türkei, aus Jugoslawien gewesen, weil es sehr viele wichtige große Industriebetriebe beherbergt hat, auch Baufirmen, Textilwerke, vor allem aber natürlich die Tiroler Röhrenwerke, die hier beheimatet waren und immer noch hier sind. Das sind natürlich ganz wichtige Arbeitgeber und Anziehungspunkte für sogenannte Gastarbeiter gewesen. Die Ausstellung ist zusammen mit Schülern aus Hall und Ruhm entstanden. Das Projekt ist durch das Sparkling Science Programm vom Wissenschaftsministerium gefördert. Für den Zeithistoriker Dirk Rupno einer von mehreren Wegen, die Geschichte der Arbeitsmigration zu beleuchten und öffentlich zugänglich zu machen.